Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal in meinem Studio. Wahrscheinlich. Hi, hi, schön, dass du da bist. Oder dass ich da sein. Ja, klar, dass du da sein darfst. Oh mein Gott, natürlich ist das hier Jans Studio. Ich komme gerade frisch aus dem Urlaub zurück, ja. Und direkt wieder arbeiten. Zack, zack, hier muss direkt losgehen. Heute zu einer neuen Folge von der Korbkarriere kann ich euch hier aus dem Studio begrüßen. Das wird eine richtig, richtig coole Special-Folge. Leute, ihr habt es die ganze Zeit gefordert, wir sollen auch mal auf die Statistiken gucken. Und da gucken wir jetzt hier mal drauf. Wir haben hier meine Statistik, falls ihr die von Jan sehen wollt, könnt ihr einfach mal bei ihm vorbeischauen. In zwei Tagen kommt bei dir das Video da. Wenn wir das dann vielleicht auch bei dir machen, weiß ich noch nicht, ob du da auch Bock hast. Aber wir werden es machen, Leute, sicher. So, hier sehen wir in dem DFB-Pokal habe ich in einem Einsatz eine Vorlage gemacht. In der Bundesliga ganze 12 Einsätze mit 8 Toren und 4 Vorlagen, auf jeden Fall ordentlich am Start. In der Europa League habe ich 5 Einsätze, 4 Tore, also nicht in jedem Spiel getroffen, aber dafür in jedem Spiel eine Vorlage gemacht. Im Durchschnitt, immerhin, ja. Das ist krass. Und die gesamte Bewertung von 8,0 kann ich auf jeden Fall mitleben. Ich würde sagen, wir quatschen nicht mehr lange drumherum. Wir legen los. Let's go. Bleibt dran. Viel Spaß. So Leute, wir starten ins erste Spiel gegen Hertha BSC. Da bin ich ja hier richtig in Berlin. Ja. Ne? Richtig gut. Heute spielt übrigens Union gegen Hertha BSC. Das wird auch ein absolut krasses Spiel. Also jetzt wisst ihr sogar, wann wir das aufnehmen. Wir haben eine kleine Neuerung. Ab jetzt jede Folge natürlich im Studio, ist klar. Ja, jede Folge. Aber wir haben eine Neuerung tatsächlich. Denn wir bringen jetzt jede Folge 3 Spiele und nicht mehr 2. Das heißt, heute 3 Spiele in der heutigen Folge. Ich weiß gar nicht, was heute dabei ist. Bundesliga, DFB-Pokal, Euroleague, keine Ahnung. Alles. Ich weiß es nicht. Nur gute wir Spiele. Wir werden es sehen, nur gute Spiele. 8 Gegentore haben wir nur. Wir sind wahrscheinlich die beste Defensive damit. Alter. Jetzt müssen wir noch ein paar Tore machen. Dafür sind wir zuständig, Leute. Let's go. Leute, das ist das erste Mal, dass ich jetzt nicht mit Shareplay-Qualität spielen muss. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt seit eineinhalb Wochen spiele. Ich komme frisch aus dem Urlaub, das ist so krass. Stopp! Du hast Bock, gegen mich FIFA oder PES zu zocken, beziehungsweise mit mir aufzunehmen? Dann hast du Glück, denn ich plane ein Adventskalender-Community-Projekt, wo ich 24 Tage gegen euch zocken, beziehungsweise mit euch aufnehmen werde. Dafür musst du dich einfach bei Instagram bei mir bewerben. Mein Instagram ist hier eingeblendet, mike_let's_play. Dort musst du mir dann Minimum 1, höchstens 3 Audios senden, wo du einfach ein bisschen was über dich erzählst und auch vielleicht dein Equipment, was für ein Mikrofon du hast, ob du vielleicht einen YouTube-Kanal hast oder einfach nur so gegen mich zocken möchtest. Einfach was ihr wollt und dann nehmt ihr quasi schon teil und ich werde mich dann bei euch melden. Wäre cool, ich würde mich freuen. Ein paar Plätze sind noch verfügbar. Beeilt euch, die gehen schnell weg. 24 Leute nur. Ich bin gespannt und freue mich auf euch. Bewerbt euch, let's go. Ach, und weil wir hier bei der Koop-Karriere sind, die Koop-Karriere hat ja jetzt eine kleine Pause gehabt und jetzt kommen wir wieder zurück mit ein paar neuen coolen Änderungen. Wie euch die gefallen, bitte stimmt einfach mal rechts oben beim i darüber ab. Jetzt geht's weiter, viel Spaß, let's go. Und ich wurde hier ausgestattet mit ganz krasser Technik. Ich hoffe, man versteht mich. Das war schon mal gut. Hört man auch eigentlich Ton, oder? Weiß ich nicht. Ja, genau, geh einfach weg. Ja, willst du eigentlich noch öfter? Hast du Spielsound an? Ja, ich hab den, glaube ich, eigentlich auch. Kein Stadion-Ambiente, so wie sich das hier nennt, ist nicht an. Ist eher auf einer anderen Tonspur. Ja, läuft. So gutes Studio. Junge, was ein komischer Pass war das denn? Der war so gut. Hier, mir. Ja, ja, dir. Jetzt! Oh Mann! Da muss sein! Das ist so dreckig! So, jetzt passiert dir nichts mehr. Alter! Hast du irgendwas umgestellt? Nein! Digga, ich hab einen Pass gefordert, der hat einfach dem Gegner gepasst. Komplett. Oh, was war das denn? Leute, guckt euch das mal an, wie geil das einfach aussieht hier. Dieses Ambiente in dieser heutigen Folge. Unglaublich krass auf meinem Kanal. Oh! Oh!
Wieso nicht zu mir? Ja, weil ich gefordert habe, sorry. Ich stand zwar richtig schlecht, aber ich habe trotzdem gefordert. Oh Gott, das ist das 1-0. Ah. Dreck! Die sind auch... Ich habe noch kein einziges Mal aufs Tor geschossen. Ich auch nicht. So schlecht einfach. Unser Team ist gerade schlecht, ja. Hertha hier 1-0 gegen die Führung. Ich hab gedrückt, der ist den Ball weggesprungen oder was war das? Der Ball war plötzlich weg. Ja, komm, jetzt vor. Hä, wie dumm passen die? Komm, Spaß. So. Oh, das sieht bitterbös aus. Oh, aber da wir haben einen geilen Torhüter. Ganz lange stehen. Geil. Alter. So gut. Mann. Ja, es geht gar nichts in dem Spiel, muss man einfach so sagen. Es geht, also, ja, auswechseln. Das ist echt scheiße. Also meine Serie gebrochen. Meine Seele auch. Alles gebrochen. Aber dafür. Alter, wieso? Drei Spiele gibt's dafür. Ah, 2-0. Verloren. Mies, ganz bitte, mies. Also wir hatten. Hattest du überhaupt einen Schuss? Also ich ja, hatte hier. Keinen. Ja, ja. Aber einen. Da habe ich ihn ja. leicht daneben geballert. Das war der einzige Schuss. Also es ganz am Wenn Anfang. Wenn ich den mache, dann ja, genau, das verläuft war ja das Spiel anders. Aber ich habe ihn nicht gemacht. Ein Schuss, 0 aufs Tor von Gesamt Frankfurt. Von Katastrophe. Ja. Katastrophe. Ah, wir spielen jetzt gegen Guimarães, Leute. Man kennt sie. Ja, aber hier, wir sind schon durch. Also das heißt, wir können uns jetzt so ein bisschen locker spielen und aber auch rehabilitieren nach diesem Spiel, weil es ja unglaublich kacke war, was gerade gelaufen ist. Und wenn wir jetzt hier gut spielen, können wir auch vielleicht in der Bundesliga wieder ein bisschen freier auflaufen. Hoffentlich. So, wir spielen in der Euroleague gegen Guimarães. Euroleague. Ich bin gespannt. Das wird richtig geil. Auf geht's. Tore. Haben wir noch nicht gesehen heute. Aber vielleicht auch ein bisschen schlechtere Mannschaft. Wenn die ein Tor machen, dann muss ich die Türme raussuchen auch noch. Das ist noch schlimmer. Nee, bei solchen Vereinen, meistens haben die ja noch nicht mal eine eigene richtige. Doch, oft haben die so eine richtig häselige Schade. Wenn du da hätte ich auch passen können, aber ich war so konzentriert. Ich hatte das Tor so gesehen schon, dass ich gedacht habe, das musst du probieren. Sorry, hätte auch gepasst. Sorry, aber beim nächsten Mal. Bin ich, oder? Oh, das kann jetzt was werden. Oh! Ich kann nichts machen. Mike ist so schlecht. Ich habe auf Steilpass gedrückt. Ja, musst du hoch. Oh, Steilpass. Das sah ich auch, wenn ich die Chance gesehen habe, wenn es schon vorbei ist. Oh mein Gott, bitte schreibt in die Kommentare. Laufen. In dem Moment... Nein. Oh. Alter, was in dem Moment musst du halt hier? Schnell reagieren und ich dachte, komm, komm, komm. Und dann, ja. Oh, warte. Muss erstmal hier raus und. Ja, das steht ja nicht mal richtig. Komm, Spiel! Mach ich hoch? Das war so scheiße. So wie ich. Ja. Jo, wir mich töten jetzt! Ja! Jawoll! Ja! So ein Dulli! Yes! Jawoll! Gute Flanke, danke für die Torvorlage. Ich weiß, dass ich so gut bin. Du hast den Bär nicht gemacht. Ah, ich muss mich gerade so drauf konzentrieren. Ja! Aber naja. Beim nächsten Tor. Boah, hast du gesehen, wie ich gesprungen bin? Ja! Mach den Bär, den Bär, den Bär! Wie geht das? XX! Ich denke, oh, Mann! Oder so. Jawohl! Einklatschen ist hier am Start, Leute. Zweite Vorlage für mich, zweites Tor für dich. Muss den Scheiß. Zweites Tor für Frankfurt. Tor-Button drücker größer machen. Das ist richtig dumm, dass er so klein ist. Trifft den nicht. Das Tor fällt immer der Jan immer so. Was ist das denn? Warte, ich mach den kurz größer. Ja, tschüss. Mal mit den ganz, ganz kurz. Noch größer bitte, noch. Ja. Den kann man gar nicht mehr verfehlen. Egal, wo du hindrückst, du triffst einfach nur neu. Immer, es ist immer ein Tor jetzt. Oha,
Nein, keine Träume, nix gibt's. Jetzt muss ich die raussuchen, ey. So scheiße. So gut. Also 2-1. Das Spiel läuft aber bis jetzt eigentlich, ich sag mal, viel, viel besser auf jeden Fall. Nicht klar, gut, aber viel, das, also viel, viel besser. Aber dass dieses Tor kommt ein bisschen aus dem Nichts. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Komm. Ja, ich wollte eigentlich schon direkt passen. Der ist auch so doof. Ja, Digga, der haut dich um, was da los? Oder guckt der auch noch so? Ich wollte eigentlich ohne annehmen direkt passen. Das wäre eigentlich ganz cool gewesen, aber so kann ich dann irgendwie gar nicht mehr passen. Mein Wechsel. Digga. Alter, direkter Schuss. Ich verstehe es nicht. Die KI ist so was gut. Was macht die? Ja, das ist gut. Es ist halt wirklich so, da. Junge. Jetzt ins Eigentor, der macht. Junge! Was mit was? Jetzt zum Gegner, genau, zum Weißen. Digga, ich. Ich geh dieses Spiel so verkaufen. Direkt deinstallieren. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Das ist schon mal richtig gut. Noch nicht. Du hast zwei Tore gemacht, einen Doppelpack. Echt? Stimmt. Echt? Ups. Ja, pfeif nicht aber da. Jawohl, also zwei Tore. Endlich, Leute. Die erste Halbzeit war okay. Ist nicht vorbei. Alter, so krass. Wir kriegen noch eine Folge. Ja, die erste Halbzeit war gut, aber... Die erste Halbzeit war gut, die zweite war Katastrophe. Nichts, gar nichts. Leute, in dem heutigen Video haben wir tatsächlich alles mit drin. Das ist unglaublich. Die erste Folge seit langem wieder und wir haben DFB-Pokal, Euroleague und Bundesliga. Alter. So krass. Also, hier muss es auch einen Sieger geben. Ich meine, okay, es gab es jetzt auch immer einen Sieger, aber... Stell dir vor, jetzt noch Elfmeterschießen. Oh, da hab ich so keine Lust drauf. Also... Aber dann wird die Folge lang. Ich meine, gegen Darmstadt, komm, ey. Gegen Darmstadt können wir jetzt hier nochmal zeigen, dass wir hier wirklich was können. Wer? LOL. Was für ein Torwart? LOL. So ein gutes Spiel, wenn ich da gewesen wäre. Ich hätte so geballert. Geht nichts, also, aber... Sieht wirklich so aus, als ob wieder nichts geht. Aber hier muss es einen Sieger geben. Ja, geil. Ich freue mich auch, dass wir da schießen. Oder die anderen, die gewinnen. Die anderen. Ja, ich kenne die nicht, sorry. Alter, wie viel schneller ich einfach bin als der Typ. LOL. Ich habe ihm nur mal eine mitgegeben, aber es gibt trotzdem Ecke. Ah. Warum passt du dem, nicht mir? Die sind so doof, die Bots. Ich weiß. Siehst du, ich passe hier. Oh, danke. Alter. Das Gefühl auch, die sind langsam auch los. Oh, er schießt! Time Finish grün! Was ist da denn ja, los? Sonst ist er eigentlich immer rot bei dir. Jawohl! Auch mal ein Tor erzielt in der heutigen Folge. Endlich wieder und im DFB-Pokal habe ich noch keins. Echt? Das haben wir am Anfang gesehen. Eine Vorlage habe ich da. Boah, weiß ich doch, weil ich so gut aufgepasst habe. Eine Vorlage habe ich da. Jetzt auch ein Tor. Nice one. Komm Jan. Ah, da oben ist noch einer, den muss ich leider. Aber er hat's verkackt. Der sah halt so schön aus ja, da oben, also. Oh ja. Oh ja. Nein! Eine Sekunde war das. Nein, oh. Junge. 75. Minute, da wird es nochmal spannend. Darmstadt dreht auf, die müssen jetzt. Boah, Alter, die kommen. Das ist scheiße. Das 1-0 ist überhaupt nicht mehr sicher, deswegen gehe ich erstmal aus dem Strafraum raus. Ja, nicht und mal das richtig. Oh. Oh, in die Arme. Hallo. Oh! Der wäre drin gewesen, wenn da nicht noch einer auf der Linie stimmt. Ja! Vorbei! Weiter, yes! Wir sind eine Runde weiter. Wir haben zwei Spiele gewonnen, eins verloren. Kann man auf jeden Fall mitleben. Du hast zwei Tore gemacht, ich eins. War eine coole Folge. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.